Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play Rayman Legends. Und in den letzten Part haben wir die ersten drei Level der geilsten Welt und der schwierigsten Welt und der herausforderndsten Welt gemacht. Und wenn wir auf die Stufen der Schwierigkeiten sehen, die drei Level waren hier schon ein bisschen schwieriger. Aber die war herausfordernd abfuckend. Und meiner Meinung nach das schwierigste Level des Spiels. Aber wenn das hier Stufe 5 hat, das auch und das auch und das auch. Gut, ich habe keine Lust mehr. Es wird einfach nur Rage sein von mir. Und ich mag es nicht, wenn ich ganz in Rage. Egal, wie ihr seht, sind das Musiklevel. Und Musiklevel ist mein Lieblingslevel. Aber in das sind die. Well, außer das und das hier. Das ist das gleiche, das ist das gleiche, das ist das gleiche, das ist das gleiche. Alles eigentlich das gleiche und das hier ist das Musiklevel der fünften. Nee, das ist das sechsten Welt und sind sieben Musiklevel und außer das gezählt sind alle anderen einfach neue Version in 8-Bit-Style. Und nicht nur 8-Bit Musik, 8 oder altes Fernsehgedöns. Hier hatten wir so ein Röhrenfernsehmodul. Hier haben wir so ein rauschendes Bild, was mit den Antennen rumgespackt hat. Und was wir hier haben, werden wir jetzt sehen. Ich bin aufgeregt. Ich bin stark aufgeregt und wir sehen ziemlich, wie nennt man das? Verpixelt aus. Aber vielleicht ist es leicht. Und natürlich müssen wir auch alle Lumps sammeln. Vergessen zu springen. Und es gibt keine Checkpoints in den Leveln. Das ist so die größte Herausforderung. What the fuck? Was wurde gerade mit dem Bild? Holy shit. Okay, da sollte ich schweben und schlagen und nicht nur schweb schlagen. Das ist ja der Schwebschlagmodus. Ach du Scheiße, ich habe gar nicht gesehen, dass da Gegner waren. Das seht ihr. Die Schwierigkeit ist nicht das Level, sondern das Aussehen. Die Grafik. Das ist das schwierige Level. Und das ist auch kein Filter, ich schwöre. Ich hätte mir auch gedacht, ja komm, ich filtere euch das mal schöner. Aber nein, ich mache hier nicht. Ich filtere euch extra, dass es so aussieht, dass ich Probleme dabei habe. Aber nein. Einfach nur fucking abfuck die ganze Zeit sich das Aussehen verändert, weil das tut den Augen nicht gut.
Und ganz kurz, wir hören gerade den Song Eye of the Tiger. Und ich muss by the way sagen. Ach du Scheiße. What the fuck? Ah, das waren die Fliegen und nicht. Oh, ich erinnere mich. Das ist ja genau gleiche Ablauf. Ich muss ran. Das ist ja haargenau der gleiche Levelaufbau. Nur. Das. Halt. Das Bild hat gekriegt. Das ist halt das Schwierige daran. Bam, 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 bam. Aber ich liebe, so by the way, 8-Bit-Sounds. Das sind so für mich echt schöne Sounds. Aufpassen bei der Passage, deswegen will ich das vorsichtig. Ja, ist das eklig, das Gelbton. Der Gelbton ist echt scheiße eklig. Darf nie vergessen, gleich meine Fliegen dann halt zu schlagen. Aber nicht die ganze Zeit schlagen drücken. Weil ich, wenn ich die ganze Zeit bei kleinen das mache, dann ja, ich vergesse die ganze Zeit zusammen. Echt genug Blooms auf dem Weg. Jetzt haben wir nur 10, 20 weniger. Ne, 10 weniger. 10 weniger. Sorry. Ah, so, by the way, wir spielen gerade den Prince Kleinling. Oder Miss Kleinling. Die weibliche Form von Kleinling, den Main von Lara. Von einer Freundin. So, die Grüße geht erstmal nicht raus. So. Der Gelbton, der ist so ekelig. Der zerstört einfach Augen. Oh, das ist eklig. So alles verpixelt, das ist zensiert. Das war das Wort, das sieht zensiert aus. Oh mein Gott, ich hab gerettet. Dann, 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 dann. Ich hab fast nicht geschlagen. Sollte man doch schlagen einfach. Ja, ich hab fast nicht geschlagen. Hä? ETF? Und dieser schäftige Gelbton. Aber trotzdem, ich fand das andere Level noch schwieriger. Wegen den 600 Blooms. Ich hab nachgeguckt, das war auch ein normalen Level so. Deswegen finde ich auch immer noch, dass das Level. Wie ist es nochmal? Jetzt habe ich vergessen zu schlagen, Mann, Idiot. Das Level, wo man das zweite Musiklevel, das auch das Orchester, das Orchester Desaster, wie es hieß, echt das schwerste ist meiner Meinung, weil einfach die 600 Dooms da einfach fleißig schwer zu kriegen ist, finde ich. Und das jetzt nicht so machbar ist, weil wegen den einen Sprung. Das war ein bisschen noch leichter beim normalen Version, aber bei der anderen Version ist es halt ein bisschen schwieriger, weil einfach du nichts siehst. Du siehst einfach gar nichts. Das ist wie hier bei diesem Gelbton, weil alles andere so farbenfroh ist. Hier seht ihr, man erkennt einfach nichts. Und das ist einfach bei der Stelle einfach ganze Zeit so. Bei jedem Sprung oder bei jedem Mal, dass du die Trommel
von der Krümmel abspringst, wird halt dein, wird halt alles so, wie nennt man das? Wie nennt man die? Dein so, Signalstörung gezeichnet. Boah, ist das so? Komm, liegen wir fertig. Ja, jetzt müssen wir hier. Okay, wir haben 600. Wir haben's! Wie ich gerade gesagt habe, das war echt leichter. Und wir haben auch 600 Dooms. Ich weiß nicht, welche. Also, wie viel wir brauchen. Wir brauchen 600. Okay, perfekt. Dann haben wir das auch geschafft. Und ja. Dann kommt jetzt das nächste Fest der lebenden Leichen. So, by the way, die Welt. Blue war schon, bedingt. Schon da, schon herausfordern. Und jetzt, das hier. Boah, das wird echt eklig. Das weiß ich schon jetzt, weil ich echt Blue so am wenigsten Kopf habe. Und jetzt haben wir einen gezoomten Bildschirm. Und so hört sich auch der Sound an. Hört sich so an wie der Sound von da ist nochmal. Wie hieß dieser Hund? Snoopy. Zähl ich so? Irgendwie hört sich die Sounds irgendwie davon an. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht hören sie auch komplett anders an. Vielleicht auch wie von Ice Age. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Ice Age komme. Was? Mit der Grafikstil ist es echt leichter, weil du halt nichts, deine Sicht wird nicht beeinträchtigt, nur also Gameplay ein bisschen. Ich darf nie wieder was sagen. Ich darf nie wieder meinen Mund aufmachen. Aufgemacht. Ja, ich hab's wenigstens aufgemacht. Aber wie gesagt, es gibt keine Checkpoints. Die Stelle ist insgesamt ziemlich schwer, meiner Meinung. Man muss halt in der Mitte lang schwimmen. Halt nicht stimmen, wenn wir die am Anfang nicht mitnehmen, weil hier sind echt genügend. Kann ich hier schon bis so 4 mitnehmen. Und da hätte ich hochschwimmen sollen. Es tut auch natürlich auch in den Fingern weh, finde ich. Man kann sogar bis 5 mitnehmen. Wenn man es richtig anstellt. Deswegen ist es echt nicht schlimm, den Anfangskram nicht mitzunehmen. Hallo. Ich muss die kleinen Dinge mitnehmen, bedeutet, kann ich direkt töten. Mehr zur Seite. Yeah.
Mein Finger tut gerade schon weh. Sprint-Button. Hier, wenn man den nicht hier hält, dann, ja, passiert dann das. Fuck, hätte ich das nicht machen sollen. Dachte ich, könnte es doch schaffen. Das ist nicht Glublu eine geileren mit Eye of the Tiger. Ist echt der Soundtrack gut. Bam. Bam. Glu. 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 Habe ich. Wie gesagt, ich finde das hier nicht. Nicht einschreckend, dieses so in dieser Zone. Nur dieses Reingezoome. Das ist erschreckend, finde ich. Wenn das nochmal kommt. Ich denke, ich soll irgendwie darauf passen, dass ein Wasserfall mit dieser Zone wiederkommt. Ja, da ist er. Der schwarz-weiß-Zoom. Hey, wir haben alle Pläne, die ich jetzt nichts sagen sollen. Wie bin ich jetzt gestorben? Ich darf nicht rumschreien. Wir haben mitten in der Nacht. Meine Nachbarn hassen mich dann. Ja. Fragen meine Eltern, warum ich mitten in der Nacht einfach rumschreie. Auch auf keinen Bock. Deswegen. Also. Muss ich wieder. Finger fühlt sich betäubt an. Das ist normal. Und ziemlich kalt. Habe ich. Aber ich finde es halt auch immer noch nicht herausfordernd. Hätten es gerne selbst schwieriger. Das war's. Aber um wenn man. Digga. Sprint-Button. Sprint-Button halt ein bisschen doof mit diesem Game. Aber da beschwere ich mich nicht. Ich finde es so angenehmer, als ganze A zu drücken oder so. Noch mal für uns. Warum ist er nach oben geschwommen? Und irgendwie denke ich, mein Finger betäubt sich immer mehr davon.
ich bin gerade wegen den Flammen gestorben. Okay, geschafft. Oh, am Ende nochmal gestorben. Da, wo ich da war. Aber egal. War auch eigentlich ziemlich leicht. Fand ich jetzt. Wir können eigentlich direkt das in die Vorletzte machen. Das bedeutet. Ab in. Oder? Wir haben noch Speedrun-Levels. Oder wir machen die letzte Folge. Wollen die insgesamt die letzte Folge waren insgesamt ziemlich lang. Und ja, dann würde ich jetzt vorschlagen, machen wir die Glückslose. Wir fahren auch gleich auf. Ich bin direkt im Origin-Level. Perfekt. Und noch ein Origin, das ist doch perfekt. So, perfekt. Und ich würde direkt sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Im nächsten Part werden wir hoffentlich die letzten zwei Musiklevel beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert gerne. Boah, macht diesen Button dort unten grau statt rot. Wenn er bei euch rot ist, dann drückt drauf. Wenn er grau ist, lasst es so, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr Hater seid, drückt bitte auf das Graue. Und macht es wieder rot. Dankeschön. Bis zum Schauen. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao. Euer Marc. Und im nächsten Part spielen wir Chromebox. By the way. Bye bye.